Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Liebeslegung für den Dezember. Ich möchte schauen, was wir sehen können zwischen dir und deinem Herzensmenschen. Dabei ist es vollkommen egal, ob du mit deinem Herzensmensch aktuell schon zusammen bist, ob ihr schon 30 Jahre verheiratet seid oder ob ihr noch ein bisschen umeinander rumschwänzelt und euch noch nicht so richtig kriegt, ja? Das ist vollkommen egal. Diese Legung ist für alle, die bereits einen Menschen im Kopf haben, den sie wollen oder für den sie Gefühle entwickelt haben. So. Weil häufig höre ich, ja, ich bin Single, ich bin Single. Und dann mache ich eine Single-Legung und dann kommt, ja, aber ich habe da schon jemanden, ne? Also wir sind noch nicht zusammen. Und dann denke ich, ja, toll, das ist eine völlig andere Energie, ne? Aber häufig sehe ich auch schon in den Legungen, dass da irgendjemand ist, den man toll findet, wo ich dann auch sage, überleg mal, ob du bereits Single, ob du noch Single bist oder ob wir nicht lieber auf den Partner gucken. So, bei dir habe ich ein überhin, also ein über Hindernisse hinwegsteigen. Ja, das habe ich hier sehr, sehr. Ah, guck da. Unterm Kartenbild lag die Gehängte. Das macht Sinn. So, wir haben hier einmal generell. Ich fange in der Mitte an. Tut mir leid, Leute. So, wir fangen in der Mitte an. Die Gehängte ist eine Energie, da kommt man irgendwie nicht voran. Da ist was in Stocken geraten. Irgendwie scheint das da zwischen euch beiden immer die gleiche Situation zu sein oder immer auf die gleiche Situation hinauszulaufen. Ja, das ist so ein bisschen das Thema. Hier scheint sich nichts zu bewegen. Hier ist auch so ein bisschen so eine gebundene Stimmung. Und gleichzeitig ist es auch so, man kann die ganze Nummer zwischen euch könnt ihr beide nicht richtig überblicken. Ihr habt einen verstellten Blick. Es kann sein, dass der eine das aus seiner Warte sieht und der andere aus seiner Warte. Und dann redet man super cool nebeneinander her, ne? Weil ich sehe das so und du siehst das so. Ist so ein bisschen mit Appell und Beziehungsohr hören, ne? Schulz von Thun. Wir alle kennen das aus der Schule. Und das sehe ich hier bei euch gerade sehr, sehr, sehr stark. Du bist hier sehr mutig, muss ich tatsächlich sagen. Du bist über irgendetwas hinweggekommen. Es kann auch sein, dass da vielleicht eine alte Beziehung war, über die du hinweggekommen bist. Ich habe hier aber tatsächlich auch so ein bisschen dieses, es war nötig. Du warst in Zugzwang, weil hier wirklich auch so eine Verunsicherung geherrscht hat oder so eine Angst oder so ein Unwohlsein, dass du gesagt hast, ich muss mich jetzt hier bewegen und hast es auch so getan. Bei deinem Herzensmenschen liegt jetzt das Rad des Schicksals. Das ist eine spannende Kiste und ich muss noch mal Karten dazulegen, weil das kann jetzt alles Mögliche heißen. Königin der Stäbe, Krebs. König der Schwerter. Okay, wir haben dich hier sehr emotional. Wir haben dich hier auch sehr durchsetzungsstark. Du bist jemand, du lässt dir auch die Butter nicht vom Brot nehmen, ne? Du bist bereit zu kämpfen. Du willst diesen Menschen unbedingt. Und du bist auch tatsächlich hier an dieser Stelle diejenige, die Bewegung in die ganze Sache reinbringen will, die Entwicklung reinbringen will, ne? Und die auch wirklich sagt, komm, das machen wir jetzt hier und aber. Richtig, ne? Also gerne auch ohne mit Verlusten. Also du machst hier keine Gefangenen, ne? Ich würde tatsächlich auch fast sagen, du stürmst etwas zu schnell voran. Es wirkt so ein bisschen, als ob man gerade jemanden kennengelernt hat. Das ist ein Beispiel, ne? Ganz, ganz großes Ausrufezeichen dahinter. Nur ein Beispiel. Sagen wir, du bist in einer Beziehung gewesen, hast einen anderen Mann kennengelernt, wusstest sofort, das ist der Mann fürs Leben, den brauche ich, er vielleicht auch noch verheiratet, ne? Und ihr habt euch gerade erst kennengelernt, ja? Und du trennst dich sofort von deiner Beziehung und sagst, ich will mit dem zusammen sein, besser gestern als heute, so wirkt das auf mich, ja? Und er ist aber eher in einer hockenden Position und in einer stillen Position und das geht hier irgendwie nicht voran. Du würdest so gerne, aber hier geht es nicht voran. Hier ist es sehr, sehr festgefahren. König der Schwerter ist auch sehr wenig aktiv. Er ist eher so ein passiver König. Das ist ein Denker. Das ist jemand, der zerdenkt auch Dinge. Der ist eher in den Gedanken gefangen. Du bist hier die Macherin, ne? Du würdest sofort alle Hebel in Bewegung setzen und sofort voranpreschen und machen und tun. Und er ist eher jemand, der sitzt Sachen aus und der muss die erst aber gründlichst überlegen. Also wirklich von vorne bis hinten, von A, B, C, D, E, F, G. Du bist so A, B, zack, logische Konsequenz, wir fangen an. Ne? Und er ist jemand, der sich in den Gedanken verliert und auch so in diesen Gedankenverästelungen und erstmal alles von vorne bis hinten durchdenken muss. Wir haben hier eher so eine Luftenergie, hier ist eine Feuerenergie, das beides passt tatsächlich äußerst gut zusammen. Kann ich tatsächlich sagen, ich als Löwe, ich liebe meine Wassermänner in meinem Umfeld, ne, weil einfach diese Energien so super passen, ne? Wir befeuern uns gegenseitig und ergänzen uns auch gegenseitig. Von daher, das passt hier sehr gut, selbst wenn du kein Feuerzeichen bist und eher kein Luftzeichen. Ihr bringt diese Energie im Dezember mit und das befeuert euch gegenseitig. Aber wie gesagt, der sitzt hier sehr
fest auf seinem Thron und denkt den ganzen Tag nach, ne? Wobei man aber auch sagen muss, und er hat einen besseren Überblick über die gesamte Situation. Du bist die Macherin, absolut, mit dem Kopf durch die Wand, ohne groß vorher nachzudenken, ne? Das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber er überblickt das Ganze. Und hier, wie gesagt, bei ihm ist das Schicksalsrad. Und ich habe immer noch nicht so richtig, ich habe eine Vermutung, aber ich will noch mal kurz dazulegen. Die Liebenden, ja, aus vollstem Herzen willst du. Okay. Aber er ist sehr zögerlich. Also er sieht schon die Chance. Er sieht die Chance auf Glück und auf eine wertvolle Beziehung mit dir. Das ist nicht das Thema. Aber bei ihm habe ich andere Veränderungen drin. Ich weiß nicht, ob er generell ein Mensch ist, der nicht richtig aus den Pötten kommt, der lieber Dinge aussitzt, der vielleicht auch mit jemandem zusammen ist, weil der andere sagt, hey, komm, wir sind zusammen. Das habe ich in meiner Schulzeit, das ist ein bisschen blöd, das Beispiel, aber sechste Klasse, ein Mädchen kommt zum Jungen und sagt, wir sind zusammen, und dann sagt der Junge, okay, weil er sich nicht wehren kann, ne? So in etwa. So ist diese Energie in dieser Legung. Das Problem ist, bei ihm hat es gerade irgendwie so ein bisschen, geht es Richtung Lebensaufgabe. Ja, das heißt, der muss irgendwie aus dieser Passivität rauskommen und der muss irgendwie auch mal anfangen, Dinge zu überwinden oder vielleicht auch Dinge anzupacken, die er sonst nicht anpacken würde. Wie gesagt, das ist etwas, was der nicht gut kann, ne? Was du hier eigentlich von ihm abverlangst. Von daher, es ist eine schwierige Sache und deswegen kommt die ganze Sache auch so ins Stocken, weil er seine Lebensaufgabe gerade nicht angeht, ne? Er sieht schon den Vorteil, um es jetzt mal so zu sagen. Er ist sehr nüchtern. Er ist sehr kühl. Er sieht den Vorteil, mit dir zusammen zu sein. Er sieht die Entwicklungschancen. Er sieht das Glück. Das Problem ist, er kommt aber nicht so richtig darüber. Er kommt nicht so richtig in die Puschen. Ne? Und bei dir haben wir tatsächlich die Liebenden. Also bei dir ist es wirklich Liebe aus vollem Herzen. Und das willst du auch mit Herzblut. Du würdest dir das Herz aus der Brust reißen, damit es hier alles ein bisschen schneller geht. Ne? Und bei ihm ist aber die Energie, er kommt nicht richtig voran. Er ist so ein bisschen wie stecken geblieben, ne? Und wie gesagt, nochmal, es ist vollkommen egal, ob ihr 30 Jahre verheiratet seid oder ob ihr gerade euch frisch kennengelernt habt und irgendwie nicht zueinander findet, ne? Das ist vollkommen egal, die Energien bleiben das gleiche, ne? Und wie gesagt, dieses Schicksalsrad, das stört mich bei ihm so ein bisschen, weil wie gesagt, es wirkt so, als ob wir hier auf eine Lebensaufgabe gucken bei ihm. Das Rad des Schicksals zeigt auf der einen Seite natürlich an, dass manchmal das Schicksal uns in eine Richtung drängt, die wir nicht wollen oder die wir gar nicht erwartet hätten. Ne? Irgendwann plötzlich, so 10 Jahre später, findet man sich wieder und denkt, huch, wie bin ich denn hier gelandet? In dem Job, in dieser Lebensposition. Das hätte ich mir ja vor 10 Jahren nie gedacht. Ne? Auf der anderen Seite zeigt das Rad des Schicksals auch, dass wir eigenverantwortlich sind für unser eigenes Leben. Das Buch des Schicksals oder unser Buch des Lebens, das hat leere Seiten. Die werden immer erst kurz vorher geschrieben. Wenn wir uns entscheiden und wir beeinflussen das mit unserem Handeln, mit unserem Denken und mit unseren Entscheidungen. Es kann sein, dass hier dein Herzensmensch so ein bisschen sich vor Entscheidungen drückt und diese Selbstverantwortung nicht so richtig auf die Kette kriegt. Ne? Genauso dieses kleine Beispiel mit dem jungen 6. Klasse Schulhof. Ne? Sie sagt, wir sind zusammen und er sagt, okay, obwohl er gar nicht will. Oder er möchte viel lieber mit Autos spielen, anstatt jetzt hier sich um irgendeine quäkige Freundin zu kümmern, ne? Und hier kommen wir in die Selbstverantwortung. Das ist so ein bisschen sein Thema. Das hat nichts damit zu tun, dass er keine Gefühle hat. Er kriegt es nur einfach nicht auf die Kette, diese Selbstverantwortung zu tragen, ja? Und vielleicht seid ihr schon 30 Jahre verheiratet und es stört dich, dass dieser Mann nicht aus dem Knick kommt und irgendwie mal hinkriegt, selber was zu entscheiden, ne? Auch da kenne ich so Beispiele von der Mutter zur Ehefrau gezogen und dann hat sich im Grunde genommen, haben sich die Energien nicht unbedingt geändert. So. Okay. Hier werden Scherben zusammengesammelt, ne? Das scheint hier eine wichtige Info zu sein. Da muss wirklich irgendwie auch nochmal so eine Seelenarbeit gemacht werden. Das ist so ein bisschen das Ding. Vielleicht guckst du auch ein bisschen oder um einfach ein bisschen Verständnis für diesen Menschen zu haben, guckst mal, was hat der da für Scherben? Was ist da kaputt gegangen bei dem im Leben? Vielleicht auch so ein bisschen, was sind die Umstände, dass er so geworden ist, wie er ist, ne? Das ist so ein bisschen die Energie. Gleichzeitig
würde ich tatsächlich fast sagen, ja, du darfst gerne um ihn kämpfen. Es ist total beneidenswert, wie willensstark du bist und wie sehr du ihn willst und wie sehr du bereit bist, um ihn zu kämpfen. Du würdest dir ja wirklich ein Bein ausreißen, ne? Und auch wirklich sehr, sehr unnachgiebig. Bei der Karte der Fünf der Schwerter würde ich aber dir deutlich raten, nimm mal ein bisschen Druck raus. Versuch mal ein bisschen mehr in die Schwertluftenergie reinzugehen, in dieses, ich mache mir vorher einen Plan und dann erst schieße ich los. Weil natürlich, wenn man sofort ins Geschehen reinbrettert, am besten noch mit einer Arschbombe, ne, dann gehen auch Sachen kaputt. Und er wirkt hier zu sensitiv, als dass er diese Feuerenergien, dieses Ich will dich unbedingt, als ob er das irgendwie gut aushalten kann. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube tatsächlich, die Strategie wäre hier zu ändern. So ein bisschen mehr wertvolle Gespräche, ein bisschen mehr in Richtung Entwicklung denken. Aber das ist tatsächlich jetzt bei mir auch nur eine steile These, weil ich auch nicht weiß, wie man darüber hinwegkommt. Was euch, wie gesagt, auf jeden Fall hilft, ist so ein bisschen zu gucken, wo kommt das her, dieses Zögerliche, vielleicht woher kommt auch diese Lebensaufgabe, wie kriegen wir das hin, dass er unterstützt ist. Und dann mit dem Ritter der Münze, das ist eine Arbeitsenergie, ne? Das ist auch so eine Energie, wo viel gesprochen wird, wo viel wertvolle Gespräche gemacht werden und man nicht nur dieses entweder du nimmst mich oder du lässt es, sondern wo man sich erstmal vielleicht auch noch mal wieder näher kommt, indem man spricht, indem man gute Gespräche führt. Also wirklich diese Gespräche, wo man abends zusammensitzt, ein Glas Wein trinkt und darüber die Zeit vergisst. Ich glaube, jeder kennt das, ja. Und das sehe ich hier so, wird eher funktionieren, gerade auch, weil er diesen Münzimpuls hat, ja. So, meine Lieben, dann schließe ich an dieser Stelle die Legung. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, liked das Video. Wenn ihr glaubt, jemand soll das sehen, wenn ihr da jemanden erkannt habt, teilt das Video. Und ansonsten lasst gerne ein kostenloses Abo für meinen Kanal da. Einmal nochmal kurz hinterher gesagt, wir gucken hier auf kollektive Energien. Das kann nicht auf alle zutreffen. Dementsprechend bitte versucht nichts krampfhaft auf euer Leben umzumünzen. Wenn ihr es nicht fühlt, dann ist es so. Ja, das waren die abschließenden Worte. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal.